Hallo liebe Trommelgemeinde, mein Name ist André Hilgers und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Das heutige Video geht um Paradiddle-Grooves. Paradiddle kann man üben auf der Snare, Paradiddle kann man üben über das komplette Drumkit mit den unterschiedlichen Handsätzen. Es gibt unzählige Paradiddle und da könnt ihr euch für euch selber welche raussuchen. Vielleicht habt ihr auch schon ein paar Standard-Paradiddle, die ihr gerne spielt, die ihr lange geübt habt. Und ich möchte euch heute mal ein paar Denkanstöße geben für eure vorhandenen Paradiddle, die ihr zum Beispiel auch auf die Hände und Füße aufteilen könnt. Das heißt, ihr könnt also diese ganzen punktuellen Akzentuierungen auch teilweise zwischen den Füßen, Fuß, Snare, Fuß, Fuß, Snare, Snare, Fuß und so weiter, alles so ein bisschen aufteilen. Das heißt, ihr nehmt einfach mal eure Noten im Paradiddle-Bereich zum Beispiel 16. Ihr habt 16 Snares zum Beispiel nacheinander und könnt diese dann natürlich aufteilen. Das heißt, ihr macht jetzt zum Beispiel mal auf die 1 und auf die 3 macht ihr eine Bassdrum, auf dem 1 macht ihr eine Snare, dann wieder zwei Füße. Das könnt ihr alles komplett individuell mal aufschreiben. Das ist auch eine sehr, sehr coole Übung für euch. Und dann versucht ihr das einfach mal alles mit eurem rechten Fuß und eurer linken Snare-Hand zu spielen und setzt einfach mal ganz normale, stupide Achtel-Hals darüber mit eurer rechten Hand und ihr werdet merken, dass ihr zum Beispiel mit 5 unterschiedlichen Paradiddeln auch dann nochmal Unmengen an verschiedenen Varianten ausarbeiten könnt, um euer Spielverhalten zu verbessern, zwischen Händen und Füßen zum Beispiel, und oder auch hergehen könnt und diese erlernten und geübten Paradiddle-Grooves als Filz einzusetzen. Es geht ja nicht immer nur um Grooves und es geht auch nicht immer nur um Paradiddle, Rudiments, Handsatzübungen auf der Snare, die natürlich dann für manche Leute unter euch ein bisschen langweilig sind. Das kostet alles viel Zeit und man sieht nicht sofort, ich werde schneller, ich werde lauter. Das ist immer so das Hauptproblem. Es geht eigentlich mehr oder weniger darum, einfach mal so ein paar neue Sachen kennenzulernen. Und das möchte ich euch ein bisschen damit nahelegen. Ich habe euch extra die Grooves skizziert. Die könnt ihr dann auch unten, werden die gleich eingeblendet, könnt ihr euch diese Grooves dann auch nochmal abschreiben, um diese dann später ein bisschen zu üben. Ich spiele das alles ohne Overdubs, auch frei von Timing, um euch einfach nur mal ein paar Paradiddle zu zeigen. Ich habe einfach mal 3 coole für den Anfang rausgesucht, werde mich garantiert später mal irgendwann in einem weiteren Video mit etwas schwereren und auch neueren Handsätzen damit befassen. Das heißt also, kommt immer mal wieder auf meinen Kanal zurück. Gerne dürft ihr den auch abonnieren, weil ich jetzt gewillt bin, euch jede Woche mit neuen Videos ein bisschen das Schlagzeugspiel näher zu bringen oder vielleicht sogar eure vorhandene Technik ein bisschen zu verbessern. Und viele unter euch kennen halt Paradiddle nicht. Und viele finden es auch langweilig. Ich habe sogar schon in ein paar Kommentaren gelesen, dass es unwichtig ist, Paradiddle zu üben am Anfang. Der Meinung bin ich nicht, um da auch mal auf eine Frage einzugehen aus meinen ganzen Postings und Kommentaren, dass das Handsatzüben mit Paradiddeln über das komplette Schlagzeug oder vielleicht auch nur auf der Snare natürlich das Grundtiming und auch die Stockkontrolle immens verbessert. Ich bin der Meinung, man sollte da so früh wie möglich anfangen. In meiner Musikschule Tight Drums gehe ich auch so vor. Das heißt, ich lasse meine Schüler nicht immer ganz stupide irgendwelche Snare-Übungen machen, sondern man kann diese ja auch als Filz einsetzen, um euer Übungsverhalten und über euren Übungsplan zum Beispiel ein bisschen zu verbessern und auch ein bisschen interessanter zu gestalten. Ich zeige euch jetzt mal meinen ersten Lieblingsparadiddle als Groove. Wie gesagt, der ist unten skizziert und sollte eigentlich für euch alle recht einfach nachvollziehbar sein. Achtel, Hi-Hats und der komplette Paradiddle-Groove wird in 16. gezählt. 1, unter 2, unter 3, unter 4, unter. Das war jetzt mal der erste Paradiddle aus meiner Sammlung, die natürlich relativ groß ist, wobei ich mich ehrlich gesagt immer in meinem Spielen für meine Grooves oder für meine Fills, wie viele andere Schlagzeuge auch, meistens nur auf 3
bis fünf unterschiedliche Paradiddle spezialisiert habe. Wenn ihr euch überlegt, dass ihr irgendwie 20 unterschiedliche Paradiddle habt, bleibt alles immer mal so ein bisschen auf der Strecke. Und es ist natürlich noch nie irgendwie von heute auf morgen ein neuer Joy Jordison oder ein neuer Mike Mangini oder Mike Portnoy vom Himmel gefallen. Es bedarf alles ein bisschen mehr Zeit und die solltet ihr euch auch nehmen und die solltet ihr euch auch selber geben und nicht von heute auf morgen sofort irgendwelche krassen Timing-Verbesserungen für die Geschwindigkeit, geschweige denn für die Lautstärke. Macht's in einem gemütlichen Tempo und übt es und macht halt, versucht die Tightness umzusetzen, dass es sauber alles ist übereinander, dass die Bassdrums und die Snares mit den Hi-Hats zusammengespielt werden, dass es alles schön flüssig ist und dass ihr erstmal so in einem Wohlfühltempo für euch, was für jeden unter euch unterschiedlich ist, natürlich erstmal übt und euch in eurer Komfortzone bewegt. Fakt ist, dass ihr natürlich dann auch eine gewisse Steigerung erreichen solltet. Da könnt ihr auf Zeit gehen, das heißt zum Beispiel, dass ihr diese Grooves erstmal so 1 bis 5 Minuten übt, vielleicht auch ein bisschen länger, mal bei diesen Grooves auch unterschiedliche Fills einfließen lasst. Ich würde euch empfehlen, immer mal zweimal einen Groove spielen, einmal einen Fill oder vielleicht auch viermal einen Groove und dann einen Fill, vielleicht auch mal einen doppeltaktigen Fill, aber versucht eine Linie reinzukriegen, dass das alles zumindest erstmal gerade ist. Zumindest was die Grooves betrifft. Spielt nicht 3 oder 5, das macht die ganze Sache dann immer ein bisschen ungerade. Ihr sollt euch durch diese Trainingsart, Übungsart ein bisschen auch an diese geraden Taktzahlen gewöhnen, weil meistens in den Songs immer diese geraden Sachen auch umgesetzt werden. Das ist zumindest meine Erfahrung, dass es immer mal 8-mal Strophe, 16-mal Strophe, vielleicht auch zwischendurch mal 12-mal eine Strophe, das heißt also immer in Takten. Es kam selten vor, dass wir da mal 7 Durchgänge gemacht haben oder 13, also das ist dann alles ungerade und das fühlt sich für den Körper irgendwie strange oder komisch an. Aber auch da, wenn man in den Prog-Bereich geht, angefangen von Marillion bis hoch zu Dream Theater und anderen Bands, Porcupine Tree, um was es nicht alles gibt, um auch mal in andere Gefilde reinzurutschen. Da kann sowas durchaus mal passieren. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist dann schon für das höhere Level. Dieses Video soll ja erstmal für euch, für die Einsteiger ein bisschen gedacht sein und oder aber auch ein neuer Denkanstoß für die Fortgeschrittenen unter euch, um vielleicht auch mal neue Paradiddle kennenzulernen. Ich spiele euch jetzt mal den zweiten, der auch wieder unten skizziert ist. Falls ihr euch denn nicht merken könnt, macht einfach mal eben kurz auf Pause und schreibt ihn euch ab. Ich gehe jetzt mal über zum zweiten. Wie ihr gesehen oder vielleicht auch ein bisschen gehört habt, habe ich versucht, so ein bisschen einen Drive da reinzubekommen. Das heißt, also man kann auch hergehen, wenn ihr euch diese skizzierten Noten unten abschreibt, auch mal eventuell auf eine bestimmte Snare oder auch auf eine bestimmte Hi-Hat eine Phrasierung setzt oder von mir aus auch eine Betonung oder einen Akzent, wie immer ihr das auch nennen möchtet. Und könnt dann auch mit demselben Groove, zum Beispiel, wenn ihr jetzt auf 6 verschiedene Snares oder wie viel es auch immer waren, unterschiedliche Akzente setzt, dass ihr dann schon wieder 6 verschiedene Grooves habt, die ihr dann auch üben könnt. Auch da ist es so, dass der Handsatz ganz wichtig ist und ihr euch das alles erstmal merken solltet. Spielt es am Anfang vielleicht ein bisschen vom Blatt ab und versucht aber auch dann irgendwann genau diesen Groove auswendig zu spielen. Es hat einfach den Grund, dass wenn man frei von Timing erstmal spielt und auch frei von Noten lesen oder ablesen, halt erstmal ein bisschen offener spielt. Man spielt ein bisschen lockerer, weil man sich einfach erstmal nur auf sich konzentriert und dass das einfach gut klingt. Und am Ende des Tages könnt ihr dann wieder damit anfangen, was auch wirklich wichtig ist, das Ganze wieder mit Timing zu üben. Fangt akkurat an. Lieber zu langsam als zu schnell, um die Schläge vollkommen auf den Punkt zu bekommen. Und jetzt zeige ich euch noch einen dritten Paradiddle Groove, der auch relativ cool ist zum Üben.
Auch hier beim dritten kann man natürlich das Gespielte komplett auch in Sechzehnteln für die Hände auflösen. Ich habe jetzt bewusst mal ein paar Noten weggelassen, um das alles ein bisschen offener zu gestalten. Und wichtig bei der Sache ist halt, dass alle diese Grooves, auch wenn es jetzt gerade erstmal nur drei waren, alle auf einem bestimmten Handsatz auf einem Paradiddle basieren. Um auch nochmal den Paradiddle-Gegnern ein bisschen den Zahn zu ziehen, dass sowas nicht wichtig ist, weil letztendlich am Ende des Tages kann man aus jedem Rudiment, aus jedem Paradiddle, aus jedem Handsatz irgendwo einen Groove am Schlagzeug kreieren. Sicherlich werdet ihr nichts Neues erfinden, weil es bestimmt tatsächlich schon irgendwas gibt, aber vielleicht kommt ihr alleine, um euch selber so ein bisschen zu arrangieren und vielleicht auch euren eigenen Stil zu finden, selber auf ein paar coole Varianten, die euch sehr gut liegen, die ihr super spielen könnt, geschweige denn, die euch gut gefallen und auf die ihr immer wieder mal ein bisschen zurückgreifen könnt. Letztendlich, am Ende des Tages ist es ja auch so, dass man diese ganzen Snare-Akzente ja auch auf den Toms spielen könnte. Oder sofern ihr auf der linken Seite vielleicht auch noch einen Tom habt, da auch ein bisschen aufteilt statt der Snare. Ihr könnt es auf dem Reitbecken spielen, ihr könnt zwischen Reitbecken, zweiter Hi-Hat und Stack oder einem Shiner hin und her springen, dass ihr das alles so ein bisschen interessanter gestaltet. Weil wenn man sich mal ein bisschen bewusster jetzt irgendwelche Drum-Solos von Kollegen anschaut, wovon es ja hier unzählige gibt und irgendwelches wildes Getrommel da ist, wo jeder denkt so, wow, ist ja geil, ist das super, das klingt ja super, wie macht der das und so weiter. Basiert sowas meistens auf sehr lange erlernte Paradiddle, auf die man gerne zurückgreift und einfach nur irgendwelche Akzente irgendwo anders setzt. Und da kann man natürlich, je nachdem wie groß euer Schlagzeug ist, wie viele Unterinstrumente ihr habt, kann man unzählige Varianten rausholen. Nehmt euch einfach mal eure Paradiddle, streicht mal ein paar Noten raus, ersetzt ein paar Snares durch die Bassdrum und ihr werdet sehen, da ist ohne Ende machbar. Und wichtig ist nur, dass ihr einen Plan habt, dass ihr ein paar Grooves euch skizziert. Ihr könnt euch das hier unten abgucken, wie das notentechnisch auszusehen hat. Ne, das sind alles Standard-Grooves und Standard-Notierungen. Und so ist es eigentlich weltweit ein bisschen geregelt. Schaut euch mal einfach irgendwelche Notenbücher an und dann habt ihr sowas ganz, ganz schnell raus, um euch das auch selber mal zu skizzieren und zu eurem täglichen oder wöchentlichen Übungstrainingsplan mit einfließen zu lassen. Ja, ich wollte euch ein bisschen näher bringen, doch mal die Paradiddle ein bisschen mehr und länger zu üben, dass man da ein bisschen was rausholen kann. Das war natürlich jetzt erstmal für Einsteiger oder für die, die zum Beispiel nicht so richtig wissen, was kann ich jetzt mit einem Paradiddle machen. Es ist viel machbar. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich auch unter diesem Link patreon.com André Hilgers ein bisschen unterstützen, damit ich und mein Team weiter an hochwertigen Tipps und Tricks für euch arbeiten können. Und ja, wenn ihr weiterhin noch Lust habt, schickt mir eine E-Mail oder besucht mich auf www.andrehilgers.com. Euer André.